ich sage mal, jetzt warten wir aber schon ganz schön lang, oder? Ja. Was glaubst du, kommt er? Ich weiß es nicht. Wenn wir jetzt da so lange warten müssen, weil der nicht kommt, dann könnte man doch eigentlich auch kurz sagen, was in dem Kunstautomaten drin ist, oder? Du willst über Kunst reden. Das ist jetzt die 20. Spielzeit vom Kunstautomaten. Das ist toll, die 20. Spielzeit. Ist fast Jubiläum. Die wunderbare Künstlerin Titi Zaatnordjek kommt aus Holland. Deswegen tue ich mir auch so schwer mit dem Namen. Und sie hat eine unglaublich schöne Serie gemacht für einen Kunstautomaten. Die Serie hat den Titel Fischer und andere. Und sie ist eigentlich so, wie die Titi ist. Das ist voller Herz und voller Witz und voller Humor. Die Gabriele Münster ist auch nicht aus Landsberg, sondern kommt aus Pforzheim und ist Malerin und Galeristin. Und die hat sich ausgedacht, in Dia-Rahmen Bilder zu malen auf China-Papier. Jetzt haben wir was ganz was Spannendes, und zwar die Octavia Zille. Die heißt nicht umsonst Zille, sondern sie ist wirklich verwandt mit diesem Zeichner Heinrich Zille aus, also diesem berühmten Zeichner aus Berlin. Octavia hat eine Serie gemacht, das sind auch Zeichnungen, die heißt All One. Zu dieser Zeichnung gehören immer zwei Teile. Deswegen belegt die Octavia auch diesmal zwei Schächte, weil es von diesen Zeichnungen eben natürlich immer ein Links gibt und ein Rechts, die man später dann zusammenfügen kann. Ich hätte auch noch einen Künstler, den Ulf Großmann, der aus Freiberg kommt. Und der Ulf Großmann, der schreibt, also es kommt wieder Literatur in den Kunstautomaten. Literatur und kleine Bilder. Das ist schön. Literatur haben wir schon lange nicht mehr im Kunstautomaten gehabt. Wie oft hatten wir jetzt Literatur im Kunstautomaten? Zwei, drei Mal. Wunderbare, kurze Texte mit wunderbaren Zeichnungen. Also einen Künstler haben wir noch, auch um das Landsberg nicht ganz auszulassen. Und zwar, das ist der liebe Holger Gebhardt. Und der Holger Gebhardt hat aus einer wunderschönen Serie, die zieht er relativ groß auf, die heißt Art Essence, extra für den Kunstautomaten kleine Formate gemacht. Das nennt sich Art Essence Live. Wann kommt denn jetzt? Ich weiß auch nicht. Es wird langsam kalt. Warten wir halt noch ein bisschen, oder? Es kann ja nicht sein, dass wir die nächsten zwei, drei Spielzeiten auch warten, bis der endlich kommt, oder? Ich weiß nicht, er wird heute kommen, ich bin ganz sicher. Elke, schau, da kommt ja Godot. Hallo Godot. Hallo Godot. Ich bin nicht Godot. Aber schon ein attraktiver Mann, oder? Ja, aber wer war das?